Sissuhl, hallo ihr Sepplinge da draußen. Ja, willkommen zu einer neuen Sim-Folge. Unsere vier kommen gerade vom Yoga oder allgemein vom Wellness. Ja, Amy muss dringend was essen und sich duschen. Und dann können wir ja schauen, ob sie dann... Ich beschleunige das Ganze mal, denn ich habe noch ein bisschen was vor. Weil dann können wir vielleicht schauen, ob wir es mal noch schaffen, Dominik vorbeischauen zu lassen. Die letzte Folge, wo ich das gemacht hatte, die ist ja leider, wie gesagt, hops gegangen, hatte ich ja erzählt, weil die Audiospur einfach mal abgebrochen ist. Frechheit. Genau, so, warte noch und dann können wir ihn anrufen. Übrigens, es ist mir auch aufgefallen, dass man bei Amy die Rippen sieht, weil ich möchte sie, ich möchte sie nicht dicker cheaten. Also wenn, dann muss sie sich das wirklich anfressen. Problem an der Sache ist einfach, dass sie aktiv ist und bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit direkt unten in den Fitnesskeller rennt und den möchte ich eigentlich nicht abreißen. Oh, was hat sie denn? Was? Wisst ihr, was das gerade war? Das war strange. Sehr, sehr strange. Boah. Was haben wir heute? Wir haben Sonntag. Habt ihr eure Hausaufgaben denn gemacht? Aha. Ja. Und? Ja. Ach, prima. Und Dominik kommt auch gleich. Ach ja, mir fällt gerade noch was ein, bevor jetzt Dennis kommt. Aussehen ändern. Ich war gefragt worden, ob ich bei der Sportfrisur nicht die Haare ändern kann. Weil da hängen ja die Zöpfe so doof durch die Arme durch. Und ich habe mir gedacht, okay, klar, können wir gerne machen. Das war mir selber auch aufgefallen. Oh, ich mag sie so. Und da habe ich mir jetzt überlegt, eine Standardfrisur zu nehmen. Ich finde die zum Beispiel, die sieht zwar cool aus, aber das ist auch wieder, es ist ein so ein ganz, ganz langer Zopf. Das hier wäre im Endeffekt auch eine Möglichkeit, aber ich finde am passendsten tatsächlich eine der neuen Frisuren, die dazugekommen sind. Wo ist sie denn hier? Mit Wellness. Und zwar die hier. Die hatte ich mir überlegt, die zu nehmen. Aber ich muss sagen, sieht bei ihr ein bisschen komisch aus. Nee, die ist auch, weil die so hochtopiert ist. Oh, die ist süß, oder? Oh nein, ist die süß. Wollen wir die generell mal nehmen? Zumindest bei manchen Outfits. Ich gebe ihr hier jetzt erst nochmal die... So, die hier. Haben wir hier irgendein Outfit, wo die mal zu passen? Ja, die passen zu mehreren. Komm, komm. Jetzt machen wir ja eben noch fix ein neues Outfit. Oh Mann, sorry, jetzt bastle ich hier schon wieder so viel rum, diese Folge. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber das fand ich jetzt so knuffig. So, hier, wir machen jetzt erstmal die Frisur. Wo ist sie denn jetzt? Babam, babam, babam. Bam. Oh nein. Schaut euch mal dieses. Oh. Wow. Einfach nur wow. Ich finde diese Frisur sowieso sehr, sehr toll. Aber auch schaut mal hier in allen Farben. Die ist ja wunderschön zu dem Gesicht. Wow. Sogar in Pink. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ist das hübsch? Schreibt mir doch mal, ob wir generell vielleicht mal diese Frisur hier nehmen sollen. Dass wir so ein bisschen back to the roots gehen, wieder so ein bisschen zu den Standardsachen. Können wir ruhig auch mal machen. Die Kette finde ich jetzt nicht gut zu, weil die verschwindet sowieso. Ich finde das Oberteil total knuffig. Ich habe auch eine Idee, was wir dazu anziehen könnten. Das hier ist so eigentlich schon ein ganz süßes Outfit. Genauso auch mit den Schüchchen. Aber gibt es hier den auch so in einem
Oh, das ist süß. Oh mein Gott, ist das knuffig. Oh mein Gott, ich krieg mich gerade gar nicht mehr ein. Ist das nicht herrlich? Oh, es hat sie hier weiße Zöpfe. Ja, was wir natürlich auch nehmen können für den Sport, damit wir da dann nicht dieselbe haben wie beim Alltagsoutfit, zumindest teilweise, wäre. Die hier, die finde ich auch sehr, sehr süß bei ihr. Nicht den kurzen Zopf, ich mag den langen. Die wäre auch, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde die hier schöner. Nehmen wir die hier einfach mal für Sport. Ich verliebe mich gerade in ein paar der Standardfrisuren. Fällt mir mal auf. Weil die sehen extrem hübsch aus bei ihr, finde ich. Ich finde sie wirklich sehr, sehr hübsch so. Oder? Was meint ihr? Wow. Einfach nur super. Okay. Aber weitermachen wir. Also ich bin total zufrieden jetzt hier gerade mit der neuen Emi. Huiaiai. Ja, wie gesagt, schreibt es mir doch mal in die Kommis rein. Sollen wir mal generell die Frisur zu diesem Zopf ändern und von den beiden längeren Zöpfen weg? Von der Custom-Content-Frisur zur Originalfrisur. Ich finde sie auf jeden Fall wunderschön zu ihrem Gesicht. Das gibt irgendwie ein sehr harmonisches Gesamtbild. Aber wie immer, ihr kennt das ja schon, schreibt mir eure Meinung und dann schaue ich, was besser ankommt und dementsprechend mache ich das dann. So. Bam. So, direkt mal. Oh, es ist so süß. Oh ja, sie muss direkt erstmal ein Selfie machen. Yeah. Ich bin ja mal gespannt, wie sie so Dominik gefällt. Also, ich finde, sie ist super, super hübsch so. Oder hier? Schaut mal, ich finde sie richtig, richtig toll. Ah, oh, sie ist so schön. Sie könnte Model werden. Wie sie grinst. Okay, Dominik, wo bist du denn? Der lässt wieder ganz schön auf sich warten und er kommt jetzt nicht mehr vorbei, weil es ihm jetzt zu spät ist. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Das gibt's doch nicht. Also heute wieder eine Folge ohne Dominik. Also echt sorry, Leute, aber er lässt sich einfach nicht blicken, der Kerl. Das gibt es doch nicht hier. Okay. Ich würde sagen, wir ändern das Outfit auch mit. Ach, guck mal da. Dominik ist ja doch da. Und Emi und er sind sogar schon mitten im Rumblödeln. Na, super. Okay, ich möchte trotzdem mal noch hier fix durchgucken. Weil ich hatte mir hier meine Frisur runtergeladen für die Kids, die nicht im Spiel ist. Schade. Ja gut, dann lassen wir die. Also ihr seht, auch bei mir kommt das immer mal wieder vor, dass der Custom Content eben nicht ins Spiel, den Weg ins Spiel findet, dass es nicht funktioniert. Das passiert eben schon mal. Aber das ist eben auch der Grund, weshalb ich meinen Custom Content, meinen Mods-Ordner einfach nicht hochladen möchte. Weil das kann, warum auch immer, von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Und ich möchte einfach nicht, dass dann euer Spiel wegen meinen Mods nicht mehr rund läuft. Dafür möchte ich dann nicht verantwortlich sein. Und deswegen, sorry, wenn ihr dann wirklich in manchen Häusern, die ihr runterladet, halb leere Wohnungen vorfindet. Das ist, ja. Jetzt hopp, geh raus. Los, los, sei mutig. Hier, einschlagen. Ein bisschen, Unfug? Rumblödeln. Freundlich. Komm, wir heizen ihm ein. Was guckt er denn so garstig? Ach, du störst. Emi, sag Mama, hau ab. Ah. Sehr schön. Oh Mann. Haben wir da oben eigentlich ein Loch in der Decke? Mal ein Loch in der Decke.
Oh, Brian scheint es ja sehr zu interessieren, was wir hier machen. Über Fitnesstechniken reden, Sie kann nochmal, hier, guck mal da, Kompliment über Aussehen machen. Hier so jemand, der so gut aussieht, ist doch bestimmt vergeben. Wir packen jetzt, du sollst mir ein Kompliment machen erst. So, dann verpacken wir es einfach, wie gesagt, so nach dem Motto. Dann kriegen wir direkt mal raus, ob er eine Freundin hat oder ob er vielleicht Single ist. Ja, Dominik ist Single. Perfekt. Ja, ansonsten hätten wir halt gucken müssen, was wir machen. Bewunderung ausdrücken. Komm, wir machen hier mal so ein bisschen... Wir drehen jetzt den Smalltalk hier mal so ein bisschen in eine andere Richtung. Naomi hat folgende Merkmale von Dominik kennengelernt. Dominik ist also kindisch. Oh, was ziehst du denn für eine Flappe, Emi? Die beiden sind lustig, die passen gut zusammen. Die machen die ganze Zeit nur Blödsinn. Nee, du gehst jetzt nicht schlafen und Dominik geht nicht an den Computer ran. Also ehrlich. Guck mal hier, wir machen jetzt war doch eben noch ein koketter Witz. Lustig. Verrückt anfunkeln. Ich will aber einen koketten Witz machen. Da, koketter Witz. Koketten. So Romantik. Wir könnten noch mal ein bisschen mit ihm flirten hier. Und er steht nicht mal auf dafür. Ich glaube das ja nicht. Aber Emi ist gerade eher in verspielter Stimmung als in koketter Flirtstimmung. Backpfeife geben. So, komm, das machen wir noch und ich würde sagen, dann bitten wir ihn zu gehen, denn es ist schon spät, wir haben schon nach 0 Uhr, Emi muss morgen in die Schule. Wir wollen ja nichts überstürzen, ich will jetzt nicht, dass das so irre schnell sich aufbaut. Ich möchte ja gerne auch mal noch, dass sie beiden ein Date haben. Was hat denn Emi jetzt? Ist sie jetzt... Selfie! Ich muss los, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Warte mal, wollen wir mal... Komm, geh mal bitte... Emi, geh mal bitte da unten hin. Nein, du gehst jetzt nicht ins Bett, du gehst jetzt da hin. Jetzt drehst du dich, genau. Und jetzt... Selfie machen. Ich möchte mal ein richtig schönes Selfie-Bild. Oh nein, ist das süß. Oh mein Gott, ist das knuffig. Oh. Och, herrlich. Komm hier. Ne? Bock zu schwimmen? Da ist Brian noch mit drauf. Oh, ist das... Oh, guck die schön. Ja, ihr merkt schon, ich bin total begeistert von ihr. Nee, das andere ist besser. Querformat gefällt mir besser. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch für Filter drüber klotzen können. Ist nicht so gut. Ja, das ist auch schön. Sepia sieht oft gut aus. Das ist auch schön, aber sieht vielleicht per Tag besser aus. Das ist auch toll. Nee, die anderen sind nicht so gut. Oh, jetzt haben wir richtig, richtig schöne Bilder gemacht. Komm, die müssen wir mal aufhängen hier unten bei ihr. Warte mal, die haben wir doch jetzt, genau, die haben wir doch jetzt hier drin.
Fotowand. Oh, das ist verwackelt. Das packen wir wieder da unten rein. Können wir das hier nicht auch so auf ein Tischchen stellen? Komm, wir gehen mal gerade in den Baumodus. Es wäre doch schön, wenn wir das so aufstellen könnten. So ins Regal rein oder so. Aber anscheinend geht das nicht. Ach, das ist ja schade. Das sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn sie ihre eigenen Bilder da hängen hat, ne? Aber hier, da könnte sie doch eigentlich so Move Objects on. Ich muss schon wieder basteln hier. Da machen wir einfach eine Fotowand hin. Wenn sie mal noch weitere Bilder macht, weitere Selfies, vielleicht dann auch mal mit Dominik, wenn sie ihr Date haben. Da kann sie doch hier richtig schöne Fotowand draus machen, oder? Was meint ihr? Das ist überhaupt die Idee. Ah, diese Folge steckt wieder voller guter Ideen. Nee, das ist zu viel Eigenlob, aber ich bin echt total zufrieden hier. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Emi muss jetzt dringend mal ins Bett. Wir legen auch die anderen hier, das ist komplett, das legen wir die anderen auch mal alle ins Bett. Können sich auch alle hinhauen. So, damit sie morgen auch fit aufstehen. Wir haben schon 2 Uhr nachts. Es wird ein harter Tag morgen. Wer muss dann morgen? Klar, natürlich Brian und Noemi müssen raus. Victoria hat frei. Das ist ja schon mal sehr gut. Und Ben hat auch frei. Oh je. Die beiden Erwachsenen allein zu Hause. Die Kinder aus dem Haus. Wie wird das wohl enden? Das alles und noch viel mehr könnte ich wissen, wenn ich Zuschauer bei der nächsten Folge wäre. Nee, bei der übernächsten. Denn morgen geht's ja weiter mit dem Freibad. Das steht ja noch an. Und natürlich wollen wir dann auch weiterbauen. Das ist ja hier... Oh, die Dusche war kaputt. Wir haben jetzt schon relativ viel zusammengebastelt und dann muss es jetzt natürlich, wie gesagt, weitergehen. Und ja. Emi, du kannst noch eben Frühstück servieren, Rührei, so... Gut, und dann verabschiede ich mich für heute von euch und wir sehen uns morgen wieder im Freibad und hier in unserer Familie am Samstag. Am Samstag sehen wir uns hier in der Familie wieder und ihr könnt ja mal fleißig kommentieren, was ihr zu der neuen Frisur sagt. Also ihr Lieben, bis morgen. Tschüss.